Na, willkommen zurück hier in Skyrim. Wir haben uns hervorgenommen, nach Weißlauf zu reisen. Das heißt, wir latschen hier über die Brücke mit einer Fackel in der Hand. Dürfte eigentlich, ist schon 6 Uhr morgens hier. Ist das eigentlich ja noch prädestiniert für? Ach, prädestiniert sage ich hier. Ist die Fackel dann überhaupt noch nötig? Na, wie süß. Ein Reh. Tut mir leid, Leute. Als ob. Man sieht. Man sieht hier Ameisen. Huch. Und ich dachte, hier wären Texturfehler. Irgendwie so Grafikbug, aber. Da glitschen hier einfach mal Ameisen, die eher aussehen wie Bienen teilweise, oder? Ja, ist ja schön. Was soll das? Davon lasse ich mich jetzt aber nicht weiter abbringen. Wir marschieren. Ach toll, jetzt bin ich schon wieder hungrig. Na gut. Aha. Ja, hallo? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich mit der Steuerung wieder zurechtfinden. Oh. Da ist er. Erstmal einen Nackenklatscher gegeben. Aus dem Haus. Jetzt können wir auch wieder dritte Person machen. Ruhig. Ach. Schöner Wasserfall. Hier ist die Luft warm. Ach, sieh an. Was haben wir denn da? Ey, ey, ey. Ah, hier kann man auf jeden Fall erkennen. Eine riesengroße Stadt. Mit einer Feste. Wenn das nicht irgendwie von Herr der Ringe abgeleitet ist, dann keine Ahnung. Dann sehen wir uns mal die Herrschaften hier an. Hey. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Geht weiter, hört euch davon. Hm. Ein Soldat der Sturmmantel. Nein, da. Da schaue ich nicht zu. Aus die Maus. Prügel raus. Leider haue ich nur so langsam zu, weil ich hungrig bin. Nein, der Sturm, der Gefangene ist tot. Tja, ich habe dich immerhin gerächt. Mein lieber Freund. Ich nehme mal Fackeln und
Wein? Nö, den nehme ich nicht. Da fange ich an zu weinen. Ein Blatt Bier könnte ich hier durchaus nehmen. Andererseits... Ach komm. Hau weg den Scheiß hier. Ich nehme mal ein Amulett hier. Das könnte ich ja locker verkaufen. Das sah ziemlich wertvoll aus. Ich meine, bessere Preise hin oder her, am Ende, weiß ich nicht, kannst halt nicht so viel raushauen irgendwie. Ah ja, 7:45. 7:45, diese wunderschöne Pracht. Im Dämmerlicht. Da schaut ihr diesem Schrecken ins Gesicht. Nein, weiter. Was haben wir denn hier? Honigbräu, Brauerei. Ich muss zugeben, ich war in all den Stunden, die ich Skyrim gespielt habe, noch kein einziges Mal drin gewesen. Also, aber wo ist denn... Das sind zwei Gebäude. Ne, das Kesselhaus, da braucht man Schlüssel für, alles klar. Was haben wir hier? Aha. Grüß dich. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. So. Boah, Entschuldigung, wenn ich so... Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet. Nicht dieser Mist vom Gut Golden Glanz. Der Naturhonig vom Bienenfreund Bernd? Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Was hat er denn? Butter, gekochtes Rindfleisch. Sehr gut. Irgendwie muss ja mein Hunger stillen, auch mit grünem Apfel. Oder mit gebratenem Horkerfleisch. Fleisch ohne S oder was? Salz, immer gut. Wenn ich jetzt einfach... Bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, wenn ich jetzt einfach mal so... hemmungslos hier Geld ausgebe dafür. Hallo! Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. So. Erzähl mal, wer bist du? Wenn ihr Met kaufen wollt, sprecht mit Sabjorn, dem Inhaber. Da ist... Ah, der Lagerraum hier. Das ist nett. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Ach ja, dafür kennt man mich nicht anders. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht Sabjorn. Wenn nicht, schert euch davon. Okay. Wasch. Nee, ich sollte anfangen, was zu essen. Und zwar das Rindfleisch. Aufschließen, Türschlüssel erforderlich. Okay. Hier habe ich also nichts zu suchen. Stehlen, also das. Wir sind nur eine kleine Metbrauerei, aber unser Geschäft wächst. Sabjorn leitet die Brauerei erst seit kurzem und nun seht sie euch an. Wir sind klein, machen aber fehlende Größe durch unsere Qualität mehr als wett. Der Barkeeper sitzt selber an der Theke. So. Auf der Kundenseite, sag ich mal. Das ist dumm, jetzt habe ich mich ein bisschen überladen, laufe dementsprechend langsamer und verliere Ausdauer. Dadurch. Der versucht zu regenerieren, aber... Das kann ich vielleicht mal... Vielleicht
sieht man das auch sogar hier. Überladen. Entzieht 2 Punkte Ausdauer pro Sekunde. Erschöpfung steigt 400% schneller. Ja, Hauptsache Ausdauer senken. Erschöpft. Das müssen wir alles ändern hier. Da laufe ich jetzt halt ein bisschen langsamer. Halt zu Weißlauf. Das tut mir gerade sehr leid. Andererseits. Nö, was ist, wenn ich hier das esse? Dann hat sich das. Kann ich auch wieder schneller latschen hier. Freiheit! Ich mach die Kamera ein bisschen weiter. So. Oh, ich kann den Horizont sehen. Ach, Pelagierhof. Ah ja, das ist der hier mit der schönen Windmühle hier. Toll. Rundum Höfe, wie eh und je. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut. Stelle von Weißlauf, so. Naja, in gerade so kalten Orten, da hilft einfach nur Rock'n'Roll. Sieht so aus, als werden wir hier erwartet. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Hier ist es ja nur logisch. Hier wurde alles abgeriegelt wegen Drachen. Bei uns wird alles abgeriegelt wegen einem Virus. So. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Nee, nehme ich mal lieber raus. Ich bin doch unheimlich drin, oder? So. Wir betreten die Stadt. Weißlauf. Und da haben wir meine Nein, da haben wir ein paar Hühner. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Was? Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Und dann lehnt sie sich gemütlich an den Holzbalken der Schmiede. Ja, ja, die Schmiede, das wird auch so eine feine Sache. Bergblumen. Hallo. Ah. Da, ja, genau. Ich wollte die ganze Zeit noch was sagen. Nämlich es... Tut mir leid, dass ihr auch in diesem Let's Play... Quasi, dass ich Nord wie die meisten anderen hier in letzter Zeit auch spiele. Da kommt mir doch eine Überlegung, ob ich nicht da noch eine zweite Staffel draus machen soll. Mit einem anderen Charakter. Andererseits, ich weiß nicht, ob das nicht zu viel des Guten wäre. Seine Vorteile.
Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Ja, mein Ziel, es leitet mich nun mal zur Drachenfeste offensichtlich. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Meine Güte. Boah, der Baum sieht mir aber, der tut mir aber leid hier. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Nö, das ist das Gesetz der Natur. Ja, aber der Baum. Der sieht mir ehrlich gesagt noch nicht gesund aus. Dafür hat er sich aber einen stolzen Platz hier gemacht. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ja, ja. Ah. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Das Schrein von Talos. Bemerkt, bedenkt, wir spielen den Überlebensmodus. Das heißt, du musst eine Spende von 100 Gold hinterlassen, um den Segen dieses Schreins zu erhalten. Ohne den Überlebensmodus ist das, müsste es dann nicht. Und ich habe aus Prinzip Talos Segen gewählt. Die Kohlepfanne. Daran kann ich mich noch ein bisschen wärmen, wa? Und hier. Eine nette Bude haben wir da. Ein umgekehrtes Schiff. Umgedrehtes Schiff, so. Da werden wir uns vielleicht auch noch mal blicken lassen. Aber zuallererst folge ich diese Markierung. So, hier haben wir die Drachenfeste. Wahrscheinlich brüllt gleich einer von der Ferne. Hau ab! Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Redet die mit mir? Ich war voll geflasht hier durch diese stehende Luft hier. Mach doch mal die Fenster auf hier. Kann der Dunst mal raus? Okay. Ich werde mit gezogener Waffe empfangen. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Sorry, aber Gerdo hat mich geschickt. Flusswald ist in Gefahr. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Sehr schön. Im Übrigen, ein Drache hat Helgen zerstört. Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. So einfach kann man Leute überzeugen. Oh, nett hier.